Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr vielleicht in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute um ein kleines Wichtel-Frühlingspaket. Und zwar haben ein paar Mädels, also wir in einer kleinen Gruppe, haben uns dazu entschlossen, einmal zu wichteln. Insgesamt sind es 8 Videos, die ihr anschauen könnt. Also mit meinem noch 7 weitere Mädels, wo ihr gerne vorbeigucken könnt. Und ich verlinke euch auch alle hier unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall bei den Mädels vorbei. Es sind ganz, ganz, ganz liebe dabei. Ein paar sind auch YouTube-Mamis oder vielleicht, glaube ich, sogar fast alle, wenn mich nicht alles täuscht. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, es sind fast alles auch YouTube-Mamis, die Vlogs online stellen. Und ja, aber ich würde sagen, wir warten nicht lange. Ich bin schon mega gespannt, was in dem Paket drin ist. Denn es steht hier neben mir. Es ist etwas groß. Und von daher würde ich nämlich sagen, wir schauen jetzt auf jeden Fall gleich mal rein. Das hier ist das Paket. Und sieht das Ganze von innen aus, mit ein bisschen Papier drinnen. Und genau, das Paket, was ich bekommen habe, kommt von der lieben Jackie und ihrer Rasselbande. Genau. Und sie schreibt: Hallo, hallo, der Frühling ist da. Bitte erfühle die Sachen, bevor du sie aufmachst. Ich wünsche dir viel Spaß. Zauberhafte Frühlingsgrüße von Jackie. Genau. Also, das lege ich jetzt hier mal auf die Seite. Und als allererstes haben wir hier Tulpen. Passt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut zum Frühling, würde ich sagen. Und ich lege mir die Pakete jetzt mal kurz hier oben hin. Also die Tulpen sind noch richtig schön. Man muss sagen, das Paket ist jetzt über eine Woche unterwegs gewesen. Ja, leider, weil es mit der Post so ein paar kleine Problemchen gegeben hat, aber jetzt ist es endlich da und sie schauen noch richtig schön aus. Wir bekommen gleich auf jeden Fall noch Wasser, dass sie noch ein paar Tage hübsch ausschauen. Finde ich schon mal mega schön. Danke dir, Liebe. Und hier haben wir einen Behälter und ich denke, das wird ein Blumentopf sein. Genau, und zwar ist es hier so ein schöner Metalltopf mit so einem Rosen drauf. Schaut richtig, richtig schön aus. Und weißt du nicht, ich glaube, die werden ein bisschen zu groß sein, aber als Übertopf für Blumen, gerade auch auf dem Balkon, sehr, sehr schön. Schaut richtig schön aus. Danke dir. Dann haben wir hier Frühjahrsputz. Ich denke mal, das wird irgendein Reiniger sein. Also er hat auf jeden Fall einen Sprühkopf, vielleicht einen Fensterreiniger. Na klar, ein Fensterreiniger und zwar der Frosch, den mag ich auch richtig gerne. Benutze ich auch immer zum Fensterputzen, wobei ich ja zum Fensterputzen meinen Kärcher habe. Aber der kann auf jeden Fall auch gut Gebrauch bei uns im Haus finden. Beziehungsweise in der Wohnung, wir haben ja kein Haus. So. Und dann haben wir hier noch eine Box. Und zwar steht hier drin, du hältst den Frühling in der Hand. Und ich liebe ja solche Auspackpakete, weil man weiß nicht, was drin ist. Man kann sich überhaupt nichts vorstellen. Und hier ist auch alles wunderschön eingepackt. Und wir starten jetzt einfach mal mit dem hier. Mach dich schick und geh raus. Ich könnte mir vorstellen, von der Form her könnte es eine Lidschattenpalette sein. Vielleicht von Catrice sogar. Wir schauen rein. Oh, ja, es ist eine von Catrice. Und die hat den Versand leider nicht ganz überlebt. Macht aber nichts, denn tada, die
Die habe ich nämlich schon. Und es sind auch noch einige Farben ganz gut. Also da macht ihr da keinen Kopf. Die kann man auf jeden Fall gut verwenden. Danke dir, Liebes. Ich glaube, das könnte von Kneipen Badesalz sein. Gut. Genau, es ist von Kneipen ein Badesalz und zwar, oder Badeperlen, und zwar jetzt geht's aber los hier, Palmarosa und Pfingstrose. Ich würde sagen, da schnuppern wir jetzt gleich mal dran. So sieht es übrigens von innen aus, sind wirklich so Badeperlen. Das riecht so lecker, Leute. Genau, das ist das Belohne dich. Also es riecht wirklich richtig, richtig gut. Da freue ich mich schon aufs nächste Bad. Trag den Frühling mit dir rum. Also es ist weich. Vielleicht ein Schlüsselanhänger. Ah, cool. Das ist so eine Tragetasche und zwar in so einer richtig schönen Erdbeerform. Also, wow. Echt schön. Genau. Die könnt ihr nämlich so aufmachen. Da sind richtig schöne Erdbeeren drauf. Die gefällt mir gut. Die passt gut in die Handtasche. Sowas mag ich ganz, ganz gerne. Dann kann man die nämlich ganz einfach wieder zusammenknödeln. Und tada, tada, schon wieder zusammen. Gefällt mir echt gut. Wir haben noch ein paar Pakete vor uns. Hier haben wir Frühlingsduft und ich würde sagen, das ist eine Kerze. Das Papier ist auch ein bisschen abgerissen, die habe ich schon gesehen. Und zwar ist es die Dreidocht Bärensorbet Duftglas. Oh, die riecht lecker. Ganz, ganz toller Duft. Das ist die hier, die kriegt ihr auch aktuell, glaube ich, noch bei DM. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Da freue ich mich sehr drüber, die anzumachen. Also sowas liebe ich ja. So, dann nehmen wir hier mal was Kleineres. Küss den Frühling. Und das ist mit Sicherheit ein Lippenstift. Ja, von Catrice. Und zwar ein Ultimate Color 510. What does the fudge seer say? Also so sieht es aus. Ein richtig, richtig schöner Rotton. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das rutsche ich jetzt gleich auch mal. Sehr, sehr cremig. Tolle Farbe. Sieht richtig, richtig schön aus. Danke dir, Liebe. So. Dann haben wir hier noch ein Paket. Mein Must-Have. Und es ist viereckig. Und ziemlich fest. Ich mache mal schnell Bluetooth aus. Meine Smartwatch hier tut vibrieren. Und ziemlich fest. Mein Must-Have. Also ich kann mir überhaupt nichts drunter vorstellen.
auch nicht. Ich mach's auf. Oh, ein Nagellack. Also da wäre ich jetzt echt im Leben nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, so Kaugummi oder so. Aber auch eine richtig, richtig schöne Farbe. Und zwar ist es die 06 Nails, Nails on Fire. So sieht es aus. Das kommt jetzt in der Kamera irgendwie ein bisschen rotstichiger rüber. Also es ist schon ein Rot, aber so mit einem Orangestich, finde ich. Vielleicht kann man das hier jetzt besser erkennen. Also es ist echt eine schöne Farbe. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt selber nicht gekauft wahrscheinlich. Also das wäre so eine der Farben, wo ich weniger hingreife. Aber gerade jetzt für den Frühling und für den Sommer mit Sicherheit eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir auch das letzte Produkt hier. Das ist irgendwo abgefallen. Weiß jetzt nur nicht wo. Vielleicht bei dem hier. Schreib es mir mal unten in die Kommentare, wo das Blütenzauber abgefallen ist. Das lag jetzt hier los in der Box drinne. Genau. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Paket. Und hier steht Schmetterlinge im Bauch. Ah, das, ich glaube, das kenne ich. Ist das vom Rossmann, dieser, oder habt ihr eben die auch gehabt, so ein Deko-Schmetterling, so ein aus Holz? Der ist auch richtig schön. Schaut mal. Der ist echt schön. Hier hinten steht auch drauf, der ist von Ernstings Family. Okay. Da bin ich eher selten. Ah, der ist richtig schön mit diesem, diesem Plastik hier nochmal drauf, mit diesen Einzeichnungen. Schaut richtig schön aus. Gefällt mir echt mega gut. Den werde ich jetzt gleich mal hier hinten mit hinstellen. So. Genau, die Box ist leer, ihr Lieben, und ich freue mich echt mega, und das wird auf jeden Fall zusammen ausgetestet. Einmal Kerze an den Badewannenrand bzw. auf die Fensterbank und hier einmal in die Badewanne rein. Also das riecht so lecker, Leute. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das noch gar nicht geholt habe. Oh, ganz, 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 ganz lecker. Ich freue mich gerade echt mega und ich finde auch die Idee mit den Tulpen richtig schön. Und die sind halt echt noch gut, Leute, ne? Also wenn man jetzt überlegt, die sind über eine Woche jetzt schon unterwegs. Ja, gefällt mir echt gut. Oh, ich freue mich gerade. Also das sind echt so kleine Geschenke von ganz, ganz, ganz lieben Menschen. Und ich freue mich echt gerade mega. Und ja. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Mädels vorbei. Und ja, ich habe auch jemanden ein Paket geschickt. Da müsst ihr natürlich die Videos einmal durchgucken. Und ich hoffe, der lieben Maus, der ich das Paket geschickt habe, gefällt es genauso gut, wie mir das Paket hier gefällt von der lieben Jackie. Hier nochmal. Na, die liebe Jackie. Und also mir gefällt das echt mega gut und ganz, 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 ganz großes Dankeschön an dich, liebe Jackie, nochmal. Und ja, ich würde sagen, ich halte euch jetzt nicht länger auf. Schaut auf jeden Fall bei den Mädels vorbei, denn die haben mit Sicherheit auch ganz, ganz, ganz tolle Pakete bekommen und freuen sich mit Sicherheit genauso drüber, wie ich mich gerade freue. Und ja, ich werde jetzt gleich dann bei den Mädels vorbeischauen, was so in ihren Paketen drin war. Und der lieben Maus natürlich gucken, wie ihr das Paket gefallen hat, was ich ihr zusammengestellt habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt... Mein Timer. Ja, mein Timer hat gerade geklingelt, weil meine Kamera nämlich immer nach 15 oder 16 Minuten, ich weiß nicht genau wann, oder 16, 17 Minuten, immer so einen kleinen Cut macht und ich da mitten im Sprechen einfach so ein Wort verschluckt wird, und deswegen stelle ich mir immer einen Timer, damit
ihr nicht so verschluckte Sätze bekommt. Ne? So denke ich an euch momentan. Und deswegen muss ich mir mal einen Timer stellen. Genau, was ich aber sagen wollte, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!